Hallo, herzlich willkommen zu den beiden. Hier bin ich. Hier bin ich. Und dies ist ein großer Test wieder vom OK-Drink. Ne? Hier oben seht ihr irgendwo Werbevideo eingeblendet, weil es halt eine Dauerwerbesendung ist, weil uns das zur Verfügung gestellt wurde von OK, vom Hersteller. Ne? Wir haben hier drei LCAs. Einmal Apple, glaube ich. Ja, einmal Apple, dann Lemon und Cherry wird das sein. Ja. Dann hier OK Zero, OK Mango, OK Apple, okay. Ich sehe die nur, du hast nur von hinten, das ist von hinten die weiß. Das ist Cherry, das ist klassische Dau. Ja, okay, gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wollen wir mit dem normalen anfangen? Ja. So, hoch erstmal. Oh mein Gott, der riecht extrem geil. Und das sage ich jetzt nicht, weil die uns das zugesendet haben, kostenlos. Der riecht extrem geil. Aber der riecht wie Bullet. Bullet, ja. Nee, der riecht wie Rockstar. Entschuldigung, dass ich jetzt Konkurrenten erwähne, aber der riecht wie Rockstar. Rockstar. Doch. Der riecht. Doch. Ich finde, der riecht auch ein bisschen nach Kongstraum. Alter, die sind doch kalt. Ey, der schmeckt geil. Extrem. Ich finde auch, der hat eine Ähnlichkeit mit Bullet. Weil irgendwie alle. Die Bullet schmecken alle Classic, aber ich finde, er schmeckt deutlich besser als Bullet. Ich finde, normalerweise sagt man ja immer so, ja, Energy Drink Gummibärchensaft, ne? Aber ich finde eigentlich so Monster oder Rockstar schmecken überhaupt nicht nach Gummibärchensaft. Aber der schmeckt, finde ich, 1:1 nach Gummibärchensaft und schmeckt geil, einfach geil, ehrlich ist. Und der passt außerdem zu meinem Shirt. Wie kommst du überhaupt auf Gummibärchensaft? Weil das alle immer sagt. Wer denn? Alle. Was heißt alle? Andere YouTuber, die das testen. Wobei ich meine. Ich jetzt irgendwie nicht. Ja, ich finde das jetzt überhaupt nicht. Aber der schmeckt, finde ich, nach Gummibärchensaft. Und schmeckt saugeil. Und es schmeckt trotzdem mit diesem Classic Energy. Boah, der schmeckt auch ein bisschen nach Red Bull irgendwie. Nee, weiß ich. Ja, lol, stimmt. Wie gesagt, er schmeckt einfach geil. Mhm. Und es ist eine pfandfreie Dose, das sind alles Pfand. Lol, hier ist Pfand drauf. Aber hier ist kein Pfand drauf und Leute, die unseren Kanal verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Ich werde diese Dose binnen weniger Sekunden zerstören. So Leute, ich werde diese Dose jetzt zerstören. Hey. Ach ja, hier sind übrigens noch Gummibärchen, aber die testen wir erstmal nicht, weil es kein Getränk ist. Bewertung von dem Classic. Bewertung von dem Classic. Okay. 6 von 10. Aber ich finde, der schmeckt halt wie Red Bull. Ich sag 7 von 10. Und ich finde eigentlich auch voll. Lass einfach den Müll einmal hier holen. Ey, Alter. Mal dummer, wenn ich das sage, aber ich finde, du riechst, dass es ohne Zucker ist. Weißt du, was ich finde, wie der riecht? Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ich finde, der riecht wie der hier. Den haben wir im September 2017. Warum sind die Scheiße nur noch? Ja, den haben wir, kann sich daran erinnern, dann. Energy Drink Test Teil 3. Den haben wir im September 2017 aufgenommen, den haben wir immer noch. Der riecht 1:1 so. Oh, der riecht so scheiße. Also der riecht scheiße, der riecht gut. Oh, die. Aber. Warum hast du das immer noch? Ich finde, der riecht ein bisschen nach Vanille. Nein. Der riecht. Aber der riecht wie Kong Strong Light. Kong Strong, ja, Kong Strong ohne Zucker, ja. Ja. Hä? Ey, der schmeckt richtig geil irgendwie. Obwohl das ohne Zucker. Der riecht wie Kong Strong ohne Zucker. Also Unterschied merkt man auf jeden Fall. Man merkt Zucker einen Unterschied zu dem, ich wollte gerade die Dose zeigen. Man merkt einen Unterschied zu dem hier. Leute, mir fällt gerade auf, das ist einer für before, das ist einer für during und das ist einer für after. Also einen vor, einen während und einen after des Trainings. Alles klar. Ja, wir werden jetzt aber nicht dafür trainieren gehen. Oder? Why not? Nein. Oi. Oi.
soll. Also ich finde, du schmeckst nicht, dass da ohne Zucker ist. Finde ich auch. Wie ist deine Bewertung? 5 von 10. Ich sag 7. Welchen haben wir dem normalen gegeben? Ich habe 7 dem normalen gegeben und du 6. Lol. Wie lange geht die Aufnahme schon? Die Rohdatei liegt bei 7 Minuten, 8 Minuten jetzt genau. Fante, Fante, Fante. Bauchschmerzen, ne? Weil ich nicht komme. So, welchen als nächstes? Apple, ne? Apple, ja. Wie wir das selber gedacht haben. Wie viel Zucker ist hier drin? Auch 11 Gramm, man kennt es, ne? Ich finde, der riecht nicht so gut. Zeig mir bitte die Farbe. Zeig mir bitte die Farbe. Grün. Ich finde, der ist sauer. Der ist ein sauer. Also, ich finde, das schmeckt nicht gut. Ich stelle ihn erstmal zur Seite. Ja, ich auch. Du musst, oh ja! Du musst mal so. Ich stell mal vor, jemand mit dem Geld auf ihn. So, als nächstes nehmen wir Cherry, ne? Oder? Ja, der wird auch nicht gut schmecken. Doch, Cherry glaube ich schon. Nein. Ja. Junge, warum schüttelst du? Obdach. Ich finde, also, der schmeckt nicht so gut. Er riecht nicht so gut. Ich finde, der riecht eigentlich voll gut, nur er riecht halt sauer. Der schmeckt nicht. Ich finde gar nicht mal so schlecht. Aber der ist auch sauer. Ja, natürlich ist er sauer. Aber so schlecht finde ich den jetzt nicht. Fante, Fante, Fante. Hier die Farbe. Ja, stimmt, zeig mal die Farbe. Bisschen so. Ja. Eine Spinne. Nee, lila. Ja, ich habe eine Spinne erdrückt. Das ist lila. Ja, stimmt auch, als riecht an meinem Pupi extrem. Also ich finde den gar nicht mal so schlecht, ich finde der schmeckt nach Gürtel. Lol. Schmeckt nicht. Bewertung? Lol, haben wir Apple bewertet? Nee, ne? Apple gebe ich, also diese, okay, Apple gebe ich, ich gebe 3. Und was gibst du, Cherry Mary? 2. Ich gebe 4. Also. Doch. Oh, weiter geht's mit Mango. Hä? Was war das? Was war das? Oh, es riecht gottgleich. Ehrlich, Mango, ihr wisst ja, wir lieben Mango-Getränke. Es riecht gottgleich. Gott. Es riecht so göttlich. Es sieht aus wie Multivitaminsaft, finde ich. Ja, mehr oder minder. Boah, oh, der schmeckt nicht so gut. Oha, voll geil. Dein Ernst? Ich mag den nicht. Wirklich jetzt? Ich mag den echt nicht. Ist jetzt nicht böse gemeint. Okay, also wenn ihr das seht, ist er echt nicht böse gemeint, aber... Hey, der schmeckt eigentlich fast wie Fanta. Nee, ich kann den nicht abgewinnen. Ich finde, der hat viel zu viel Kohlensäure drin für ein Mango-Getränk. Also ich finde den eigentlich ganz geil. Würdest du den auch auf dem Schützenfest trinken? Auf dem Schützenfest? Warum nicht? Wie ist deine Bewertung? Erstmal, erzähl mal, wonach er schmeckt. Also nach Mango irgendwie nicht so. Ja, Zeichen. Aber schmeckt irgendwie schon geil. Ich finde nicht. Ich finde, aber du musst wohl echt sagen, dass der relativ viel Kohlensäure hat. Hä? Das hat alle. Ja, aber ich habe noch nie ein Mango-Getränk mit so viel Kohlensäure gesehen. Auch die Mango-Säfte vom Chinesen haben nie so viel Kohlensäure gehabt. Auch der Arizona nicht. Aber warte mal, das ist doch eigentlich der erste Mango-Energy, oder? Nein. Rockstar. Ja. Hat auch. Und Roxamango Mango schmeckt aber auch scheiße. Roxamango Mango schmeckt extrem scheiße. Roxamango hat ich glaube, die Energy Drink mit dem meisten Zucker oder der Roxa Punch. Aber ich glaube, der Roxa Juice mit Mango und Passion Fruit hat mehr.
außer Mango schmeckt wirklich scheiße. Ja, der schmeckt extrem schlecht. Okay, wo du es jetzt gerade so sagst, der schmeckt auch ein bisschen. Naja, also meine Bewertung ist 4. Meine ist 3 von 10. Ich finde, wenn die Kohlensäure nicht da wäre, wäre es vielleicht sogar ein bisschen besser, oder? Das Problem ist halt, dass du das jetzt austrinken musst. Mach ich nach der Aufnahme. Ja, viel Spaß dann dabei. Ich werde damit kurz meine Katze befriedigen. So, dann jetzt hier die BCAAs. Leider können wir danach nicht trainieren gehen, deswegen beurteilen wir nur den Geschmack. Mit Koffein und L-Carnitin und es ist halt zuckerfrei. Hier ist halt auch mit L-Carnitin, das ist still. Und das ist ohne Koffein und zuckerfrei, also fehlt hier das L-Carnitin. Ja, aber das riecht schon so nach aufgelöstem Brausepulver. Genauso wie das riecht, wird sich dein Körper danach anfühlen. Wow. Ich finde das nicht geil, nur in der Brausepulver. Alles klar, das ist unsichtbar. Warum sag ich eigentlich unsichtbar? Ja, das schmeckt übel geil. Ich finde, es schmeckt kein bisschen nach Lemon. Ich finde, es schmeckt nach Zuckerwasser. Obwohl gar kein Zucker drin ist. Ja, obwohl kein Zucker drin ist, schmeckt, finde ich, dass es nach Zuckerwasser schmeckt. Hast du das wirklich runtergeschluckt? Ja, klar. Okay. Trink auch mal davon. Du hast nicht getrunken. Doch, habe ich. Trink nochmal. Habe ich doch. Schmeckt nicht. Ein völlig deformierter Xboxer. Hä? Also auch wenn ihr uns, also auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht so gut schmeckt, aber es gibt auch, okay, hat auf jeden Fall sehr leckere Sorten, also schaut da vorbei und danke auch, dass ihr uns was gesendet habt. Jetzt kommt During mit Cherry. Also hier BCAA. Wollen wir nicht das erstmal machen? Nein. BCAA, okay. Still, mit Koffein, L-Carnitin und zuckerfrei. Wenn das Video jetzt bis hierhin von einem OK-Mitarbeiter gesehen werden sollte, tut uns leid. Wie man sieht, läuft es. Du kannst, mach mal kurz weg. Warum soll ich das eigentlich? Weil es deine Seite ist. Mit Cherry. Oh, das riecht doch wie eine Schnitzel, was keine Panade hat. Also, das hört sich dumm an, aber es ist so. Das riecht echt nach wie eine Schnitzel ohne Panade. Das ist sehr unlogisch. Das ist mir scheißegal, das riecht so. Sei ehrlich, es riecht wie ein Wiener Schnitzel, was keine Panade hat. Junge, das riecht nach Kirsche, Junge. Das sieht aus wie... Das kommt mir total bekannt vor. Tschüss. Die Farbe sieht irgendwie richtig... Warum hältst du deinen Mund zu? Habe ich auch gemacht bei dem... mit dem Bean Basil. Wir werden von einem... Also warum sage ich, warum hältst du deinen Mund zu, obwohl das deine Nase... Wir werden von 1 bis 10 sehen. 2 von 10. Ich sag 4 von 10. Jetzt kommt der hier Produkt. Hä, der riecht völlig anders als der. Also logisch, aber... Von den beiden Äpfeln riecht der hier besser. Ja, mach schnell. Was? Da ist mehr Zucker, glaube ich. Ja, das ist überhaupt, hier ist überhaupt Zucker drin, der ist zuckerfrei. Ja, dann gieß dir was ein. Warum ist das so scheiße? Warum? Bewertung? Aua! Was? 2. Sag 1 von 10, ist nicht böse gemeint, aber schmeckt überhaupt nicht. Ich bin so ein Ehrenmann und sag 2. Mach mal sauber. Also ist das nicht böse gemeint an dem Hersteller, wie gesagt, der hat durchaus sehr leckere Sorten.
Aber ich finde, ihr solltet euch, so in meinen Augen ist das jetzt so, mein Kollege Schnürschuh wird vielleicht auch seine Meinung abgeben, aber in meinen Augen solltet ihr euch mehr auf diese normalen Geschmäcker konzentrieren, anstatt jetzt auch noch BCAA und so zu machen. Weil die normalen Sorten meine recht gut, weil ich das nur ein bisschen reingeschissen habe, waren die BCAA. Vor allem okay gibt es auch nicht überall. Wenn ich es mal irgendwo gesehen habe, dann am Bahnhöfen. Soll gucken, wer. Ja, also, ja, die sollten sich wirklich auf den normalen Geschmäcker an sich konzentrieren. Kein Uwe würde jetzt sagen, Bootsticker. Was sagst du zu okay? Also, welche Sorten fanden wir geil? Classic. Zero war der Oberhammer, finde ich. Ja, eigentlich nur Classic. Und eigentlich finde ich schade, dass wir uns kein Berry gesendet haben. Weil die haben auch noch Berry und die haben auch noch hier Zimt, Pflaumen und so, die haben richtig viele Sorten. Aber Berry, da hätten wir locker, wir beide 10 von 10 gemacht. Berry ist so geil immer, egal welche Sorte, welche Hersteller. Also, okay, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne noch die anderen Sorten schicken, die ihr habt, weil es waren ja noch lange nicht alle Sorten, die ihr habt. Mhm. Ich muss mal auch dazu sagen, okay Energy oder okay, allgemein okay.strich hat sehr viele Sorten und auch sehr viele Getränke. Ich denke mal, wenn die wirklich uns Berry schicken, dann wird da wirklich eine gute Bewertung kommen, weil wirklich alle Berry, die wir bis jetzt hatten, haben gut geschmeckt. Artet schon wieder aus. Die Rohdatei beträgt 30 Minuten, man kennt es. Dann bis zum nächsten Video. Danke für das Sponsoring, wir haben euch gern.